Hallo und herzlich willkommen zum ersten WinLab Talk. Ich bin Jakob und heute ist hier Colin zu Gast. Und ich würde gleich damit anfangen. Wer ist Colin? Kannst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, also ich bin einer der längsten Lab-User hier mittlerweile schon fast. Genau, damit hat er schon das Wichtigste verraten. Colin ist unser Lieblings- und unser treuester User, den wir jemals hatten. Und genau deshalb haben wir ihn auch zum ersten WinLab-Talk eingeladen. Und ich bin wirklich sehr froh, dass du da bist. Und ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen, also kannst gerne weiter ein bisschen zu dir erzählen. Ja, also ich komme mittlerweile seit 4 Jahren jetzt schon hierher und bin jetzt schon im 5. Jahr, dass ich hierher komme. Und ja, damals noch immer nach der Schule dann und jetzt mittlerweile bin ich im Berufsleben mehr oder weniger. Also ich bin jetzt ein Azubi und mache das dann nach der Arbeit Genau, oder nach was der kannst Berufsschule. gerne sagen, was du machst? Na, ich komme dann halt nach der Arbeit hierher und verwirkliche meine Meine in deiner Projekte. Arbeit. Ach so, meine Arbeit. Ja, ich bin Azubi bei KWTV und mache da eine Ausbildung halt als Mediengestalter Bild und Ton. Genau, das heißt, Colin kennt sich eigentlich viel besser aus als ich damit, was wir hier gerade betreiben. Also ich bin wirklich sehr froh, dass er dabei ist, weil er mir auch ein paar Tipps gegeben hat. Und dadurch wird unser heutiger Talk eigentlich noch professioneller als sonst. Ja. Sehr schön. Das heißt, dein erster WinLab-Besuch war vor 5 Jahren. Jo. Ja, und wie war der Weg? Also wie bist du auf das Lab gekommen? Das war bei einer Ausbildungsmesse in Königs Wusterhausen Also gewesen. gar nicht direkt hier vor Ort. Nee, Okay. das war nämlich, ich war da irgendwie auf der Ausbildungsmesse und dann war da ein Stand von der TH und die haben mir das erste Mal hiervon erzählt und dann bin ich halt nicht direkt nach der Woche dann, sondern 1, 2 Wochen später erst hierher gegangen, wurde hier auch dann nett empfangen und habe hier meine Erstunterweisung bekommen und ja, dann habe ich mich rangemacht, mein erstes Projekt sozusagen zu machen. Ja. Ja, 5 Jahre her ist es schon, das heißt 2016, wenn ich richtig Ja. rechne. Ich bin im WinLab seit 2 Jahren, also 2019. Das heißt, du hast das Lab noch ein bisschen anders erlebt als ich. Sah es damals schon so aus wie heute oder wie war es? Da bin ich jetzt ganz neugierig, kannst du gerne sagen. Damals war das noch ein bisschen anders. Also diese Ecke hier hinten, die gab es noch nicht hier, sondern die war noch da vorne und dann war die mit so einem, ja, aus Paletten gebauten Tisch irgendwie abgezäunt. Auf diesem Tisch waren dann halt so, wie was ihr jetzt halt hier habt, so ein paar eure Projekte drauf gewesen. Und dahinter war dann die Couch und das war so mehr in die Richtung von der Tafel, dass man da dann die erste Okay, also Unterweisung ein bekommen bisschen hat. anders Ja. geordnet als jetzt. Und dann, Und von den Geräten her, zu dem Thema kommen wir noch, aber jetzt so na, von den zum Anfang. Geräten war natürlich ein bisschen weniger noch hier. Man sieht ja auch hier den großen 3D-Drucker, der ist ja gerade erst sehr neu hier gewesen. Aber der MakerBot war zum Beispiel schon damals hier gewesen. Ja. Der große Lasercutter hier hinten war noch nicht da, da Ja. waren noch 2 kleine. Ja, und sonst mit den Geräten kam eigentlich so nach und nach immer mal wieder was dazu, so dass es jetzt mittlerweile so hier aussieht. So sieht's hier aus, ja. Was war das erste Gerät, mit dem du hier gearbeitet hast oder das du kennengelernt hast? Also richtig Gerät war es dann der Lasercutter, aber vorher halt mit der, da, was ich als erstes kennengelernt hatte, war eigentlich eher die Software Adobe Illustrator. Okay, Und also Software war noch vor Hardware, also was du ja, hier kennengelernt hast. weil die Interessant. Software kannte ich halt nicht. Ich war in der 7. Klasse und Ja. in der 7. Klasse kennst du dich nicht so wirklich aus mit Adobe Programm, Nein, in der Regel nicht. ja, außer du hast halt doch schon Vorkenntnisse irgendwie, weil dein Vater oder sowas in der Richtung macht, Ja. aber im Normalfall Gut, nicht. also Illustrator war das Erste, was du hier kennengelernt hast und dann wahrscheinlich aufbauend darauf dann den Lasercutter. Was kam danach? Ich vermute 3D-Drucker. Oder Ja, bin ich da falsch? aber
weitaus später eigentlich, weil ich habe wirklich die ersten ein, zwei Jahre nur mit dem Lasercutter eigentlich gearbeitet, weil 3D-Drucker war immer so ein Thema, habe ich mich nicht so ganz rangetraut, weil war dann doch ein bisschen komplizierter als Illustrator. Und irgendwann kam das dann, dass ich dann doch so erste Projekte mal hatte, die irgendwie mehr dreidimensional sein sollten, als du das mit dem Lasercutter Ja. hinbekommst. Und dann hatte ich, glaube ich, sogar einen Workshop hier gemacht gehabt zum Thema 3D-Druck. Und dadurch bin ich dann erst so auf dieses mit dem 3D-Druck gekommen. Aber es ist auch so jetzt immer noch eigentlich, dass ich öfter den Lasercutter verwende als Als den den 3D-Drucker. Drucker. Ja, da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Welches Gerät ist dein Lieblingsgerät, frage ich zuerst. Also ist das der Lasercutter oder? Ja. Okay. Und die nächste Frage dazu. Gibt's irgendwas, was du vom Lab noch nicht kennst oder wo du dich nicht auskennst? Da müsste ich mich jetzt mal so umgucken. Kannst gerne machen. Also. Oder womit du jetzt nicht so häufig gearbeitet hast? Oder kennst du schon alles? Also noch nie habe ich mit dem großen 3D-Drucker da gearbeitet. Okay, mit dem Big Rap, ja. Aber sonst habe ich schon eigentlich 3D-Drucker und alles mal hier verwendet. Also die T-Shirt-Presse habe ich schon verwendet. Hier den Schneideplotter, dementsprechend Alles. dann auch den 3D-Drucker hier vorne, der ja mit dem Harz druckt. Eigentlich habe ich schon alles irgendwie mal VR hast ausprobiert. du hier auch schon ausprobiert. Ja. Airbrush gehe ich auch Ja, habe davon ich auch aus. Airbrush, glaube ich, vorletztes Jahr zuletzt. Letztes Jahr ging es ja nicht, aber vorletztes Jahr zu Weihnachten, das war eine Weihnachtspyramide, die ich da gebaut hatte und die habe ich dann halt angesprüht. Ich kam so aus dem 3D-Drucker und dann mit Airbrush einmal Noch rüber. schöner gemacht. Genau. Genau, das heißt, du kennst dich besser aus als vielleicht neue Mitarbeiter hier. Dazu eine schöne Geschichte jetzt für unsere Zuschauer. Als ich hier damals angefangen habe, ich war schon als User ziemlich oft hier und dadurch habe ich Colin schon gekannt. Aber erst dann habe ich angefangen zu arbeiten und an einem Nachmittag beim Open Lab Day hat mich ein User gefragt, wo wir einen Bohrer haben. Und das war so ein Gerät, wo ich nicht wirklich wusste, wo wir sowas haben. Und da bin ich zu unserem Lieblings-User gegangen, weil ich genau wusste, dass Colin bestimmt weiß, wo ein Bohrer ist. Und ich habe mich da nicht getäuscht. Also Colin hat mir dann hab gesagt, ja, weißt du, wo wir Bohrer haben? Und ja, dann sind wir da zu diesem blauen Schrank, was man jetzt nicht sieht. Da sind wir halt gegangen und da gab es tatsächlich Bohrer. Also das ist eine schöne Geschichte, die viel darüber aussagt, wie gut sich hier Colin auskennt, teilweise als neuer Mitarbeiter. Also noch das so für unsere Zuschauer. Und da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage und zwar, ja, Lieblingsgerät, Lasercutter, was machst du damit? Also was waren deine coolsten Projekte? Womit hast du angefangen? Kannst ein bisschen darüber erzählen. Wir sehen hier auch ein paar Beispiele davon. Also kannst Ja. du ein bisschen was erzählen, was du so mit deinem Lasercutter oder allen Geräten hier machst? Ja, also ich nehme mal das hier, das war mein erstes Projekt damals gewesen. Das ist schön, das hast du noch aufbewahrt. Das ist Ja, auch wenn es ich muss dazu sagen, es hat nie funktioniert. süß. Also es war eigentlich als Feuerzeugspender gedacht, weil ein Bekannter, der ist halt Raucher und hat auf seinem Tisch immer ganz viele Feuerzeuge rumliegen. Und da habe ich dann gedacht, na, das ist aber ein bisschen, sieht nicht so schön aus. Kann man da nicht irgendwie so eine Art Spender bauen, wo du auf einen Knopf raufdrückst und das Feuerzeug fällt dir halt in die Hand. Und so war das eigentlich gedacht, dass du hier diese Box hast, hier liegt das Feuerzeug drinne oder steht es drinne. Und dann steckt das halt hier drinne, ist hier vorne verankert und du drückst hier oben eigentlich auf so einen Knopf, der hier raussteht, rauf und das kippt sich hier drinne einmal, so dass das Feuerzeug halt rausfällt. Ach so, so war die Idee, okay. Der Mechanismus war eigentlich, dass hier ein Stab runtergeht,
hier innen drin einmal nach hinten, hier raus. Dadurch hast du halt hier einen Hebel, der hier wiederum, wenn du hier nämlich was runterdrückst, dieser Stab geht hier hinten dann wieder hoch, zieht hier einen anderen Stab hoch und drückt hier wieder einen Stab innen weiter runter, sodass diese Box halt, der Stab hier unten weiter runter gedrückt wird und dadurch, weil hier unten halt kein Platz ist, sich die Box kippt. Hat nicht funktioniert. Also dieses Konzept hat sich nicht als Ja. funktionstüchtig ergeben. Ja, und hast du es dann irgendwann hinbekommen, dass das tatsächlich so funktioniert hat, oder hast du dann nach dem ersten nicht erfolgreichen Versuch gesagt, nein, will ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr? Also ich hatte das sehr lange eigentlich probiert, aber nee, ich habe irgendwann dann gesagt, nee, lass ich Dann sein, habe ich aufgegeben. dann aufgegeben. Zumal meine ersten Probleme waren auch, dass die Box an sich nicht gepasst hat, weil für mich war das halt neu, dass du ja hier dann was machen musst, dass das ja irgendwie auch zusammenhält, sich so ineinander einrastet. Und da habe ich natürlich nicht mitbedacht, dass du ja auch noch die 3 mm MDF-Materialdicke hier Ja, hast. das Und sind deswegen alles. habe ich natürlich die gesamte Oberfläche gehabt und dann nochmal extra die Teile hier nach außen, die da einrasten Also, sollen. ja, das sind Erfahrungen, die jeder irgendwie sammeln muss. War bei mir nicht anders, als ich da in so einer Box mal gebastelt habe. Diese Sachen bedenkt man am Anfang gar nicht. Und ja, genau dafür ist es ja hier, dass man das einfach ausprobiert, sieht, was möglich ist und was nicht. Und ja, manchmal klappt es nicht, manchmal klappt es schon. Und da kommen wir zu deinen anderen Sachen, die du mitgebracht hast. Was hat denn geklappt? Das war das erste Projekt, was Ja. jetzt nicht so erfolgreich war. Aber jetzt hier zum Beispiel dieser Schwibbogen, das sieht schon Ja, ganz naja, schön aus. der war ein bisschen später, also weiten später. Ich weiß gar nicht, da könntest du, glaube ich, sogar schon da gewesen sein. Das kann auch entweder 2019 zu Weihnachten gewesen sein oder es war noch 2018. Das weiß ich nicht ganz genau. Jedenfalls, ja, ich muss dazu sagen, mir ist halt beim Transport leider hier dieser Baum abgebrochen, weil Wenn du es der. nicht verraten hättest, das wäre niemandem aufgefallen. Ja. Nee, so, ich kann ja noch das Licht hier anmachen. Das ist eigentlich eine Vorlage aus dem Internet gewesen. Das ist eigentlich eine Vorlage aus dem Internet gewesen. Aber das Problem dabei war, dass diese Internetvorlage. Die ist ja immer unterschiedlich. Es war einfach nur eine PDF und nicht jeder Lasercutter funktioniert ja jetzt so wie die hier, dass die bei 0,01 PT dann durchschneiden. Genau, so ist Ja. es bei unserem Lasercutter grundsätzlich, für die, die nicht wissen, dass man da in der Illustrator-Datei einfach die Konturdicke einstellt und anhand davon erkennt der Lasercutter, wann er schneiden und wann er gravieren soll. Genau. Ja, und dann musste ich halt das ganze Projekt, es gab es das ja auch nicht als Illustrator-Version, oder doch gab es, die war aber schreibgeschützt. Und dementsprechend konnte ich da drin nichts ändern. Ja, und dann habe ich halt das mir abfotografiert mit einem Bildschirmfoto und habe aus diesem Bildschirmfoto wieder alle Konturen so dann Nachgezeichnet oder wie ja, mit hast du dem das gemacht? Bildnachzeichner. Ja. Und ja, das Ganze hat dann doch sehr lange gedauert. Ja gut, das ist hier diese Kelle. Das sind so Einzelteile. Manche habe ich festgeklebt, andere habe ich lose gelassen, dass du dir die anders hinstellen kannst auch noch. Ja, und dann muss ich halt irgendwie gucken. Du hast ja hier ganz viele feine Sachen drauf noch. Und du musst die ja alle so einstellen, dass das alles nicht durchgeschnitten wird. Und so ein Bildnachzeichner hat ja auch immer noch das Problem. Das Ganze hier außen ist ja nicht immer eine lange Kontur. Ja. Das hat dann ein bisschen gedauert. Ja, und irgendwann hatte ich halt das soweit fertig. Und dann habe ich das halt gelasert und so zusammengebaut. Und dann noch hier diese wunderschönen LEDs von IKEA oder so waren die, glaube ich. Ach so, keine Marken, ne? Kann sagen, was du möchtest. Okay. Ja, und die habe ich dann halt hier mit reingesetzt. Ich muss dazu sagen, so günstig wie die waren, ist das Batteriefach hier auch ein bisschen kaputt gegangen schon.
weil hier an der Seite dieser Schiene nicht mehr hält. Aber ich könnte theoretisch auch dieses Teil mir ja hier einfach neu 3D drucken. Ganz genau, wenn etwas kaputt geht, gibt es ja nichts Besseres als unsere Rapid Prototyping Technologien. Da kann man sowas ganz schnell wieder nachherstellen. Also kannst du gerne als dein nächstes Projekt dir vornehmen. Ja, und das passt eigentlich super zu meiner nächsten Frage. Wir sehen super viele Sachen, was du hier gemacht hast. Wahrscheinlich kommen wir ja nicht zu jedem einzelnen Projekt. Aber hast du überhaupt noch Ideen? Ja, schon. Also okay. Ich habe auch so ein paar Projekte, die noch nicht zu Ende sind. Das ist zum Beispiel das hier. Da wollte ich auch schon fragen, was ist das? Also man muss dazu sagen, ich war in Frankreich gewesen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Frankreich ist ja auch eine Spezialität der Canelé. Und den habe ich halt hier nachgebastelt. Ja, ja. Ich wollte nämlich auch mal hier irgendwie Canelés machen. Und anstatt sich jetzt mal so eine Form dazu zu kaufen, nee, habe ich überlegt, kann ich doch hier bestimmt anders machen. Habe ich halt hier den nachgebastelt. Bester digital. Ansatz. Der sieht zwar nicht so aus wie ein originaler, echter, aber... Er sieht auf alle Fälle schon mal ähnlich aus und dann halt eine Box drum gesetzt, zwei Löcher im Boden und dann habe ich halt Silikon reingegossen, die Löcher vorher mit Klebeband zugemacht. Ja. Und damit ich dann halt den Silikonabdruck habe, um damit dann zu backen. Ja, das hat aber sehr lange gedauert, dieses Silikon da wieder rauszubekommen. Ich habe extra ja die Löcher gelassen, um da mit Druckluft ranzugehen. Hat trotzdem eine Stunde oder so gedauert. ja, und dann ist halt hier wieder das Problem, du hast halt auch sehr dicke Wände bei dem Silikon. Zum Beispiel der Boden ist nicht ganz so dick, aber hier die Wände sind halt sehr dick. Und deswegen wird er wahrscheinlich nicht sehr gut durchgebacken werden. Da habe ich aber schon eine neue Form konstruiert, die wirklich sehr dünn ist. Ich weiß nur nicht, ob die vielleicht, weil die so dünn ist, und weil das ja auch nur einer ist, zusammenfallen könnte, wenn du da was reingießt. Das muss ich aber dann testen. Genau, müsste man einfach testen. Ja. Man schwer vorhersagen. Und die Form habe ich aber noch nicht gegossen. Also die habe ich nur so als so eine Datei. Mein Problem dabei ist nur, dass das in einem Account von euch drin liegt. Und ihr habt das Passwort geändert, deswegen weiß ich nicht mehr. Wie kommst du da nicht mehr ran? Genau. Ja. Können wir dann beim nächsten Open Lab Day besprechen, dass du deine Datei wieder bekommst. Jo. Okay, also das ist jetzt dein nächstes Projekt. Wenn ich mit dem anderen hier vorne fertig bin, das habe ich ja auch noch. Ja, was ist das? So, also das hier ist die erste Version davon. Das ist ein LED-beleuchtetes Mühlebrett. Also, du hast hier einmal ein klassisches Mühlespiel drauf und du hast hier unten, ja, meine super Zeichnung, du hast hier unten ein Batteriefach drin und dann hast du unter jedem Eckpunkt eine LED drunter sitzen und wenn du halt hier die Batterien reinsteckst, du hast zwar leider keinen An- und Ausschalter, deswegen musst du immer eine rausnehmen, aber dann sollte das eigentlich leuchten. Ich habe leider keine Batterien mehr hier, aber es funktioniert auf alle Fälle. Das heißt, du hast es auch alles zusammen gelötet? Ja, da habe ich die sogar. Ah, da hast du den. So Stromkreis. Sehen die, ja, so sehen die innen drin aus. Das habe ich ganz einfach gemacht, indem ich mir hier so eine Vorlage... Das war jetzt beim letzten oder vorletzten Open Lab Play, oder? Genau. Habe ich dich beobachtet, so ganz neugierig, was du da machst. Habe ich mir nämlich einfach eine Vorlage gelasert, wo ich die LEDs reinstecken kann. Und dann stecken die halt genau in dem Abstand, wie ich sie brauche am Ende. So. Ja. Und da kann ich mir die dann halt einfach hier die Lötpunkte draufsetzen. Und ja, so habe ich das halt hier gemacht. Ich habe das bei diesem hier, das ist ja noch die erste Version, da habe ich das mit größeren LEDs gemacht. Version 1.0, ja. Genau, da habe ich das mit größeren LEDs gemacht. Aber diesmal wollte ich das mal mit kleineren probieren.
weil die nehmen halt dieselbe Voltzahl und ja, das funktioniert dann auch mit kleineren dann. Und das ist so das, wo ich gerade dran arbeite. Und natürlich auch an diesem nicht so schönen... besseren Zeichnung. Ja, naja, weil hier drinne habe ich ja auch nicht... Wenn die Batterien drin sind, dann sieht das eh keiner. Ja, ich meine, ich habe hier halt auch nicht wirklich genug Platz, so um, dass ich da ein richtiges Batteriepack reinbauen kann. Deswegen habe ich da ein bisschen rumgespielt und ein bisschen Alufolie rangeklebt als Kontakte, aber... Es hat funktioniert. Das hört sich doch ganz, ganz gut an. Meine nächste, fast letzte Frage ist, fehlt dir hier irgendwas im Lab? Also hättest du irgendwelche Wünsche an Geräte? Also fällt dir da was ein, was wir vielleicht, wenn wir die Möglichkeit haben sollten, da noch beschaffen könnten? Ja, ist mir letztens so eingefallen. Wir haben bei uns im Studio wegen unserer Weihnachtsaktion haben wir so Maschinen, womit wir Tassen bedrucken können. Und da hatte ich mal überlegt, das wäre vielleicht auch ganz spannend, dass man sagt, dass man sich hier auch seine eigene Tasse sozusagen bedrucken kann, was man ja im Normalfall nicht. Das muss jetzt Gedankenübertragung sein, weil ich kam in den letzten Tagen genau auf die gleiche Idee. Ja, okay. Tassen. Bedruckungsmaschine, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch nennt. Hm. Ja, noch was? Sonst eigentlich nicht. Also, das kommt spontan, wenn ich irgendein Projekt wahrscheinlich habe, dass ich sage, oh, jetzt brauche ich die Maschine. Ach, das fehlt mir hier. Ja, aber sonst eigentlich erstmal nicht. Genau, ich muss sagen, mir fällt es auch ziemlich schwer, mir da was zu überlegen, was wir nicht haben oder was wir haben könnten, weil man kann hier wirklich alles machen, was man sich so überlegen kann. Ja, und was hast du jetzt beim nächsten Open Lab Day vor? Natürlich erstmal dieses Mühlespiel weitermachen. Das ist der Plan, ja. Ja, und ja, dann mal gucken, wenn ich damit irgendwann fertig bin, dann mache ich wahrscheinlich hier bei der Canelé-Form weiter, wenn ich bis dahin die Datei habe. Und bis dahin kommen bestimmt weitere Ideen, die du dann bei nächsten Open Lab Days dann verwirklichen kannst. Da habe ich bestimmt noch so einige Sachen, die ich machen kann. Hast du eine Liste oder hast alles ja, im Kopf? Ja, in meinem Handy habe ich, glaube ich, noch eine Liste. Okay. Ja, bei mir ist das so, ich habe irgendwie zu viele Ideen. Da kommen immer noch welche dazu. Also es deprimiert mich eher so, wenn ich sehe, was ich alles nicht geschafft habe, auch wenn das vorankommt. Aber trotzdem kommen noch weitere Sachen dazu und die muss man einfach nacheinander abarbeiten. Und ja, das gelingt dir anscheinend. Naja, du hast ja dafür ein bisschen mehr Zeit. Du bist ja nicht an die Open Lab Days gewonnen wie ich. Das stimmt. Allerdings haben auch Mitarbeiter weitere, weitere Pflichten und weitere Aufgaben als nur im WinLab zu basteln. Ja. Auch wenn das dazu gehört, das muss man ja sagen. Genau. Haben wir irgendwas vergessen? Hast du irgendwas, was du unbedingt unseren Zuschauern sagen wolltest? Nee, eigentlich nicht so. Hast du eine Frage an mich? Ich könnte jetzt ja die ganz fiesen Fragen stellen, wann wurde das Lab gegründet, wer hat es gegründet und so, aber das lasse ich mal lieber. Hätte ich beantworten können. Ja? Das Lab gibt es seit 2014, gegründet ist es im Rahmen einer Initiative der Forschungsgruppe Innovations- und Regionalforschung. Und weitere Details sage ich dir lieber nicht, weil ich da irgendwas falsch sagen könnte. Dann ja. Kannst du jetzt deine weiteren Fragen stellen. Ja, naja, Fragen an dich soweit habe ich erstmal nicht. Okay. Dann, wenn irgendwelche kommen, beim nächsten Open Lab Day. Und genau. Damit möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute an einem Montagnachmittag ins Lab gekommen bist für dieses Interview. Ich hoffe, dass wir vielleicht weitere User inspiriert haben und freuen uns auf euch dann entweder beim nächsten WinLab Talk, beim Online-Workshop auf unserem YouTube-Kanal oder am besten hier vor Ort im Lab. Danke für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald. Ciao!
Tschüss. Super professionell. Kamera 1 läuft, Kamera 2 auch.